Ja, und willkommen zurück zu Resident Evil 4. Ja, und in der letzten Folge sind wir ja in die große Halle gekommen. Und ja, ich musste gegen Ende leider aufhören, weil ich speichern musste. Und ja, was wollte ich jetzt noch machen? So, ich musste eben mein Handy auf lautlos machen, weil das stört nur. So. Ich habe jetzt seit einer Woche nicht aufgenommen. Ach, waren hier noch Gegner? Okay. Alles klar. Okay, es war einer. Huh. Oh, Schuss verschwendet. Nein. Okay, war's das? Oh, natürlich, ich habe mich zu früh gefreut. Danke. Oh Gott, da kommt ja noch einer. Ja, mit Schild ist immer schlimm. Ja, wie mache ich das mit Schild jetzt? Ja, gut, ich könnte. Ja, das ist aber auch doof, ne? Das ist ja sein Zeichen. Nein, nicht nachladen. Oh, toll. Nein. Ashley. Ashley, komm mit. Ah, das ist ja... Alles klar. Dankeschön. Oh, Leute, das ist doch nicht wahr. Ist hier noch einer? Nö, ich glaub nicht. Ey, Leute, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das schaffen? Ja, ich muss auf jeden Fall jetzt das Sturmgewehr nehmen. Weil jetzt kommt gleich eine Stelle. Ach, komm, ey, nimm einfach. Ich wollte es eigentlich nicht nehmen, aber es muss sein. Prüfen. Wer macht das? Ja, Ashley, du kannst auch mal was tun. Außer wegzurennen. Ja, Ashley, du bist sehr angeschlagen, ich weiß. Überlegen, war hier noch was drin? Da kommt schon. Ach ja, eine Vase. So, boah, ich konnte gerade nicht das Wort Vase aussprechen. Ich bin ein bisschen erkältet. So, dann gucken wir auf der anderen Seite noch mal. Da kommt schon. Hier ist auch noch mal eine Vase. Oh mein Gott, danke schön. Als ob das Spiel es wusste, dass ich das dringend brauche. Danke. Also Ashley werde ich es jetzt auf jeden Fall nicht geben. Ja, zwei Kurbeln, die Ashley natürlich betätigen muss. Ach, sehr gut. Und ja. Dankeschön. Das wird wahrscheinlich auch nicht so sein, dass sie Ruhe hat, beziehungsweise ich. Ja, Ashley, beeil dich. Damit ich schnell... Ja, mach ich. So, jetzt muss ich mich beeilen. Ich glaube, ich habe da schon einen gesehen. Das Doof ist, hier unten kommen auch welche. Oh Gott. So. Perfekt. So, ich muss immer... drauf achten. Ah ne, da war doch ach doch da. Uah! Oh Gott, das ist ja noch einer. Leute. Sorry, dass ich gerade so weggebrüllt habe. Oh, was? Ey, was? Sie hat schon geschafft, dankeschön. Dankeschön. Ja, Ashley, alles klar.
Wo bist du? Ja, wo bist du denn? Ach, da. Ich hab das gar nicht gesehen. Nein. Nein. Leon, lade schnell nach. Oh Gott. Ey. Ey. Dankeschön. Ey, was? Ashley, ich komme. Boah, Leute, Hilfe. Mama Mia. Was mache ich jetzt? Ich muss mich schnell heilen, bevor hier unten weiter jemand kommt. Ja, komm, das erste. Sorry. Sorry, das wollte ich nicht. Ja. Ashley, beeil dich. Beeil dich. Ach so, da sind sogar zwei, die ich direkt besiegt habe. Ha. Nicht mit mir, Freundchen. Ey, von wo kommen die? Kommen die von da ganz unten oder tauchen die plötzlich irgendwo auf? Ich habe keine Ahnung. Das muss ich mal beobachten. So. Nee, 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 nee. Ach, tatsächlich, die kommen von da unten. Na toll. Okay, Ashley. Ich hoffe. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen. Oh Gott, da kommt jemand. Ja, ja, ja. Ja, ich bin doch hier. Brüll doch nicht so rum. Weißt du? Oh. Boah. Das war gemein. Das habe ich. Zwei Schüsse von Gold. Egal, er hat Geld verloren. Das passt schon. Ach so, ja, die können, glaube ich, nicht runter, oder? Also ich hoffe es zumindest. So, Ashley, komm, beeil dich. Beeil dich. Aber ich hab. Ja, okay. Hä? Oh, die können doch runter. Alles klar. Egal, komm, Ashley. Wir müssen uns beeilen. Habe ich denn irgendeinen Schatz vergessen? Ich hoffe. Boah, ich hoffe nicht, ey. Ich hoffe nicht. Nö. Ah, in den nächsten Raum, da kommt auf jeden Fall ein Schatz, alles klar. Aha. Ja gut, jetzt sind wir erstmal in Sicherheit. Dann kann ich endlich mal hier meine Pistole ausrüsten und nachladen. So. Ist doch schön, mal nicht hier so Stress zu haben, ey. Stress genug kommt nachher wahrscheinlich. Ah, sehr gut. Sehr gut. Eine Schreibmaschine. Cool. Oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Ist hier noch was? Ist da. Oh, wartet. Ah, sehr gut. Sehr gut. War's das? Ich denke mal schon, oder? Ah ne, hier war doch noch irgendwo ein Schatz. Ich glaube, das war hier, ja. Was ist es? Spinell, oh wow. Ja, Spinell ist eigentlich auch wertvoll, aber... Ja, dafür extra Muni zu verballern. Oh, ein Händler. Ein Händler. Kann ich denn was kombinieren? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Egal. Ich glaube, ich gehe mal kurz zum Händler. Welcome. Got some rare things. Was kann ich denn da aktualisieren? Die Red 9. Ja, komm. Machen wir das einfach mal. Feuergeschwindigkeit, Ja, weiß ich nicht. Punisher brauche ich jetzt nicht. Schrottgewehr. Ja, die Stärke, die ist mir eigentlich am allerwichtigsten. Weil das andere ist erstmal Nebensache. Also finde ich jetzt auf jeden Fall. Kaufen, nee, verkaufen. Gold am Reif. Ja, gut, das ist jetzt nicht so wertvoll, aber das hier.
Purpurner Edelstein, ja, den behalte ich mal. 5 Seidenkristalle, okay. 4 mal schnell. Grünes, ja gut. Was kann ich denn kaufen? Ja gut, also, ja, immer wieder gerne. So, speichern wir? Ja, nee, ich glaube nicht. You're right. I'm fine. Leave me alone. Ashley, wait. Ashley, what's going on? Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Oh Mann, diese Ashley, ne? 81% Trefferquote. Alles klar. Oh nein, wenn ich das Bild da schon sehe. Oh nein, muss doch. Oh nee, warum die Stelle? Ja. Wow, so viele getötete Gegner. In dem Kapitel. Kam mir gar nicht so lange vor. Und zweimal gestorben, alles klar. Ich weiß gar nicht mehr wann. Genau, so. Speichern wir einfach mal hier. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh, yes. I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Ja, ihr habt's gehört. Ich hab's gehört. Insekten. Ashley ist auf der anderen Seite. Ich muss schnell einen Weg dorthin finden. Ja. Aber ganz ehrlich, ich sorge mich jetzt nicht um Ashley, ich sorge mich eher um mich. Hallo? Leon, du musst auch mal an dich denken, weil ganz ehrlich, diese Insekten sind nicht ohne. Okay, was war das? Ich habe keine Ahnung. Ey Leute, ich mag diese Stelle gar nicht. Hier muss ich auf jeden Fall das Sturmgewehr haben. Oh Gott, ich habe was gehört. Ich habe schon was gehört und das gefällt mir gar nicht. Ah. Ah, da ist schon mal einer. Das kann man eigentlich voll gut erkennen, wie die sabbern. Ja, das Gute ist, die sind direkt mit einem Schuss hiervon weg. Das ist eigentlich ganz gut. So. Geld. Ich muss mal eben gucken, ob hier Schätze sind. Hä? Lol, hä? Leute, ich bin gerade verwirrt. Habe ich da einen Schatz vergessen? Wundert mich jetzt aber. Aha. Ja, ich komme doch eh wieder dahin. Von daher geht das doch eigentlich, oder? Also ich hoffe, dass der Schatz jetzt nicht weggeht. Ah, naja. Was soll ich dazu sagen? Ich mag diese Geräusche nicht. Das Ding ist, habe ich eine Granate? Ah, sehr gut.
Ich meine mich zu erinnern. Ist ja. Ah, da sind zwei. Und die sind natürlich nicht tot, alles klar. Hä? Egal. Oh nein, das ist doch nicht gut. Wo sind sie? Hey, wo sind die jetzt? Ich dachte, die kommen hoch. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ach da. Oh, danke schön. Ja, im Wasser kann man die eigentlich ganz gut sehen. Und manchmal kommt sie so zum Vorschein, sag ich mal. So. Ah, grünes Auge. Was ist hier? Ja, die brauche ich jetzt eh nicht. Weil ich diese Waffe eh nicht kaufen werde, wie immer. Ja. Das wird jetzt noch hier lustig. Aber mit der Waffe ist eigentlich gut. Die sind mit einem Schuss schon weg. Mit einem Schuss sind die schon weg. Da ist doch Sabba. Riecht denn also. Als ob. Oh, nein. Wo ist das Vieh? Scheiße. Oh, wow. Oh, du siehst aber auch nicht mehr so gesund aus. Prüfen. Sieht aus, als sei er erst kürzlich gestorben. An der Wunde sehe ich, dass es ein schneller Tod war. Ja, immerhin, ne? Dann hat er nicht allzu viel mitbekommen. Kann ich hier durch? Achso, ne. Nee, nee, nee. Ist hier eine Brandgranate? Was? Was? Als ob der nicht tot ist. Wo ist das denn jetzt? Oh, wo ist denn das Vieh jetzt? Hä? Alter, wo ist das Vieh? Okay, da ist es. Aber erstmal eine Notiz lesen. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt. Aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Durch die Untersuchung dieser Parasiten erhalten wir vielleicht einige Hinweise zur Wirkungsweise der Las Plagas und erfahren etwas über deren Opfer, die Los Ganandos. Okay. Hier ist eine Liste einiger der Parasiten, die die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern können. Oh Gott, wie spricht man das denn aus? Dicrocoelium. Alles klar. Wenn die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert sind, verändern sie deren Verhalten. Wenn es abends kühler wird, klettert die infizierte Ameise an eine Pflanze empor und beißt sich dort fest, alles klar, und ich kann nicht lesen. Sie bleibt dort bis zum nächsten Morgen, und zwar an einer Stelle, an der es am wahrscheinlichsten ist, von einem Schaf gefressen zu werden. Ah, okay. Man könnte meinen, der Parasit manipuliere den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Boah, meine Stimme. Trematoden. Sorry.
Die Larven dieses Parasiten nisten sich im Hirn eines Fisches ein. Dieser schwimmt dann an die Wasseroberfläche, wo er so lange bleibt, bis er von Meeresvögeln gefressen wird. Wieder lässt sich dieses Verhalten nur dadurch erklären, dass der Parasit in den Körper der Meeresvögel gelangen will. Leukochloridium, alles klar. Die Sporozysten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke. Oh Gott. Durch ihre Farbe und ihre Pulsieren gleichen sie Würmern. Die infizierte Schnecke kriecht am Ende eines Blatts, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann und somit eher gefressen wird. Wenn er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. Ich kann nicht reden. Oh, nee. Wo? Ach so, da. Ja, sorry, aber... Sorry, du Model. Schieß doch! Alter, ich krieg grad zu viel, ne? Oh nein! Ich muss da noch nachladen. Ich krieg zu viel. Also was kannst du retten? Ganz ehrlich, nicht mit mir. Ja, was nehme ich denn jetzt? Dankeschön. Grünes Auge, danke. Boah. Ich renne jetzt einfach hier durch. Achso, es kommt gar keiner. Alles klar. Okay, hier ist nochmal ein Schatz. Oh. Du erhältst Lampe. Alles klar. Boah, ich habe das Gefühl, meine Stimme hört sich immer beschissener an. Prüfen. Ja, Wasser ablassen. Wo ich mich frage, wo das denn abgelassen wird. Also, ja, keine Ahnung. So, ich habe die falsche Taste gedrückt. Hey, das ist mir lange nicht passiert. Ja. Kannst mich mal. Was? Nein. Oh. Komm schon. Och Leute, nein. Ey, nicht. Nee. Ey, ganz ehrlich. Nee, jetzt muss ich alles neu machen. Und meine Stimme versagt. Achso, der Schatz ist wahrscheinlich oben. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich mache das in der nächsten Folge. Und sorry wegen dem vielen Gehuste jetzt hier die ganze Zeit. Aber ja. Was soll ich dazu sagen? Ich bin krank. So, ich hoffe, ich kann mir das nächste Mal merken, wo ich geschwächert habe. Die 21, alles klar. Ja, gut, Leute, ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Und ich werde wahrscheinlich dann zu der Stelle hinzocken, hinspielen, wie auch immer das man nennen kann. Ah, oh, diese Stimme. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.